Dieses Instrument erinnert sie an ein Akkordeon? Das kommt nicht von ungefähr. Die Konzertina ähnelt ihrem bekannten Bruder. Es gibt jedoch auch einige Unterschiede. Im Gegensatz zum Akkordeon entsteht bei Zug und Druck nicht der gleiche Ton. Das Instrument ist wechseltönig. Auch lassen sich Akkorde nicht mit einem Knopfdruck spielen. Stattdessen müssen mehrere Knöpfe gehalten werden. Zu guter Letzt ist das Instrument diatonisch. Es können also nur ganze Töne gespielt werden. Der Vorteil bei der Konzertina ist, dass neben den Knöpfen kleine Zahlen notiert sind. Das heißt, man muss nicht unbedingt Notenkenntnisse mitbringen, sondern man kann das Stück, das Instrument, nach Zahlen spielen. Die Chemnitzer Konzertina, eine Sonderform des Instruments, wurde 1834 von Karl Friedrich Uhlig erfunden. Uhlig war Klarinettist und Instrumentenbauer und entwickelte seine Konzertina mit einem rechteckigen Korpus und 5 Tasten. Das Nachfolgemodell besaß bereits 10 Knöpfe auf jeder Seite, die in 2 Reihen mit je 5 Tasten angeordnet waren. Die eine Reihe spielte Töne der C-Dur-Reihe, die andere Töne der G-Dur-Reihe. Diese spezielle Tastenanordnung wurde als Chemnitzer Tonlage bekannt. Auch heute spielt die Konzertina in ihrer Weiterentwicklung Bandoneon im Tanzsport eine wichtige Rolle. Ein Standardtanz kommt nicht ohne ihren Klang aus. Wissen Sie, von welchem Tanz wir sprechen? So bei so lateinamerikanischen, oder? Vielleicht ein landestypischer Tanz, ein traditioneller Tanz. Vielleicht fällt mir jetzt nur spontan Polen ein, so wie Polka, so die Richtung vielleicht. Ich glaube, ich habe mal was über Richtung Flamenco sowas gehört, so lateinamerikanische Tänze oder Musik. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es sehr viele Auswanderungswellen von Europa nach Amerika, speziell Südamerika. Und dadurch kam dann das Bandoneon, also die Weiterentwicklung der Konzertina, nach Argentinien. Und der sich entwickelte Tango mit den Instrumenten Geige, Kontrabass, Klavier bekam die Ergänzung des Bandoneons. Und das Bandoneon wurde zum Markenzeichen eigentlich des Tangos. Die Konzertina wird auf den Oberschenkeln gespielt und das ist auch die Abgrenzung zum Akkordeon. Dieses Instrument wird mit Riemen direkt am Körper gespielt und dadurch, dass man hier in diesen Riemen mit der Hand hinein muss, ist man sehr stark eingeschränkt und dieses Spielgefühl muss man erstmal verinnerlichen. Die Produktion der Konzertina endete bereits 1964. In der DDR wurden nur wenige Instrumente in Einzelproduktion hergestellt. Man kann das Instrument aber immer noch erwerben. Einige Instrumentenbauer stellen die Konzertina auf Kundenwunsch her. Auch im Tango hat sie überlebt und prägt den typischen Klang des Tanzes bis heute.